Habt ihr das gehört, eben was ihr gesungen habt? Der bringt viel Frucht. Ja, war im letzten Vers, glaube ich. Ja, das schließt ein bisschen fast an unser Thema heute Morgen vom Gesetz. Wir halten nicht das Gesetz, wir bringen Frucht. Ja, im Neuen Testament steht nirgendwo, dass wir das Gesetz halten sollen, sondern dass wir Frucht bringen sollen. Warum sollen wir denn Frucht bringen? Weil wir lebendig sind, durch Gottes Geist. Ja? Ein Stein kann keine Frucht bringen. Ein Baum bringt Frucht. Also man braucht Leben in sich, um Frucht bringen zu können. Deswegen sagt das Neue Testament, dass wir Frucht bringen sollen. Oder das sagt auch, zieht den alten Menschen aus und den neuen Menschen an. Ja? Aber nirgendwo steht im Neuen Testament, dass wir die Gesetze halten sollten. Das ist interessant, ja? Hört man kaum mehr. Und warum bringen wir Frucht? Weil wir wiedergeboren sind. Und damit sind wir natürlich auch beim Thema jetzt, zweites Thema Wiedergeburt im Alten und im Neuen Testament. Für mich eins der wichtigsten Themen neben Golgatha. Ja? Golgatha ist für mich das wichtigste Thema. Gibt es gar kein Vertun? Ja? Ja? Jesus sagt doch selber, wer meine Gebote hält. Ja. Warum sagt Jesus nicht, wer die Gebote des Mose hält, der ist es, der mich liebt? Der sagt er nicht. Ja? Dass die Gebote Christi sind andere. Ihr seht das an der Bergpredigt. Ihr wisst, dass euch gesagt ist, dass ich aber sage ich euch. Ich aber sage euch. Also wie kann Jesus hergehen und die Gesetze des Mose ändern? In den Augen der damaligen Juden war Jesus ja ein Wanderprediger und ein Irrlehrer. Wie kann Jesus hergehen und sagen, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Das darf er nicht, oder? Außer er ist Gott. Das heißt, die Gebote Jesu sind andere. Das hört man zunächst so nicht. Das wird oft immer wieder angeführt. Das ist ein gutes Argument, ja, dass Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber Jesus sagt nicht, wer mich liebt, hält die Gebote vom Sinai. Also hat Jesus scheinbar andere Gebote. Und für die Leibesgemeinde hat er sowieso andere Gebote. Ja, natürlich. Ist gut, dass du es ansprichst. Ja, ist ein ganz wichtiges Argument, weil ich das auch immer wieder höre. Dieses Thema Gesetz und Gnade, das Thema das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, da müssten wir 14 Tage Zeit für haben. Und das würde nur genügen, um mal so einen Ansatz zu bekommen, weil wir von einer neutestamentlichen gesetzlichen Prägung zur Prägung der Gnade und des Lebens in Christus umgeprägt werden müssten. Das ist das Evangelium Jesu. Ja, aber die Frage ist ganz, ganz gut. Also vielen Dank, dass du die gestellt hast. Ja, Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und meine Gebote sind nicht schwer. Ja, aber die Apostel haben doch gesagt, warum sollen wir die Heiden unter das Gesetz stellen, was weder wir noch unsere Väter tun konnten und tragen konnten. Das Gesetz des Mose war schwer. Nehmt auf euch mein Joch, mein Kreuz und lernet von mir, denn meine Last ist sanft und leicht. Mein Joch ist leicht, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja? Also die Gebote Christi, die Gebote Jesu sind irgendwie andere. Das ist ein Geheimnis. Das Evangelium ist ein Geheimnis bis heute. Das Evangelium kann man nicht studieren und nicht verstehen. Das kann man inne werden. Das kann man essen. Man muss durch die enge Tür gehen. Wenn man da nicht durchgegangen ist, kann man es nicht ergreifen. Davon redet Jesus mit Nikodemus. Ja? Jetzt beten wir noch und dann gucken wir uns mal an, was die beiden Männer da miteinander besprechen. Ja? Wer kann, steht gerne bitte auf zum Gebet. Ja? Lieber Herr Jesus, wir danken dir sehr für dein gutes Wort und dass wir da tiefer hineinschauen dürfen. Lass uns mehr verstehen, wie du bist. Wie ist dein Wesen? Wie ist dein Tun mit uns, wie ist dein Evangelium, wie ist dein Wort an uns? Lass uns verstehen, lass uns hören, wie Jünger hören, lass uns wach werden an deinem Bilde, Herr, dass wir gesund werden an dir und Maß nehmen an deinem Evangelium. Wir danken dir für dein heiliges Wort und auch für die erfrischende Gemeinschaft, die wir untereinander haben dürfen. Danke für die Zeit, die wir hier haben können. Herr, heilig uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Dann nehmt bitte wieder Platz. Ich nehme das Thema kurz ein bisschen vorweg, also ich plaudere ein bisschen darüber, dass ihr ungefähr wisst, wo ich hin möchte. Ja? Und dann gehen wir so Stück für Stück an der Bibel da durch, dass wir das auch ein bisschen argumentieren. Die Gemeinde Jesu, die begann vor 2000 Jahren in Jerusalem, ja? Zu Pfingsten.
Gott hat da seinen Geist ausgegossen, nach der Auferstehung Jesu, 50 Tage nachher, Pfingsten, ja, von Pentekost 50. Das ist ein alttestamentliches Fest. Ja, wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, wüssten wir, was Pfingsten passiert ist. Ja? Alles, was im Neuen Testament steht, ist im Alten Testament schon enthalten. Alles. Ja? Also die Gemeinde Jesu hat vor 2000 Jahren begonnen in Jerusalem und fast alle, die dort zum Glauben an Jesus gekommen sind, die dort wiedergeboren sind zu Pfingsten, waren Juden. Zum Teil überall aus der Diaspora, ja. Bis von Rom sind sie nach Jerusalem gekommen zum Pfingstfest und haben dort erlebt, wie Gott seinen Geist ausgegossen hat. Tausende von Menschen kommen auf einmal zum Glauben. Da hat die Gemeinde Jesu begonnen. Von da aus ist das Evangelium erst nach Galiläa und dann hat der Paulus das nach Europa getragen, zu Japhet, von Semit zu Japhet, zu den Japhetiten nach Europa. Und von da aus ist das Evangelium in die ganze Welt gegangen. Ja, das ist das, wo auch bisher alle noch einig gehen. Ja? Die normale Christenheit, die erwartet jetzt irgendwann die Entrückung. Und wenn es möglich wäre, heute noch oder spätestens morgen. Und zwar ohne Übergang. Ja? Ich glaube, dass das Evangelium wieder nach Hause geht, nach Jerusalem. Und dass in Jerusalem nochmal ein Überrest zum Glauben an Jesus Christus kommt. Dass also Jerusalem in der letzten Zeit der Gemeinde an einem Tag wiedergeboren wird. Und das ist die Wiedergeburt Jerusalems. Ja? Das heißt, die Gemeinde Jesu begann in Jerusalem, ging zu den Heiden und am Ende der Gemeindezeit geht das Evangelium wieder nach Hause, dahin, wo es hergekommen ist, und zwar nach Jerusalem. Und Jerusalem kommt an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus. Ihr hört das auch oft bei evangelikalen Auslegungen, dass man sagt, dass in der Endzeit in Israel nochmal eine geistliche Erweckung kommen soll. Mehr sagt man dazu aber nicht, weil man nicht mehr darüber weiß. Ja, normalerweise, wenn ihr über dieses Thema sprecht, Endzeit, dann heißt es ja, die Entrückung kann jederzeit kommen, heute oder morgen. Also es gibt nichts mehr, was davor kommen müsste. Und wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird es eine geistliche Erweckung in Israel geben. Dann kommt Israel zum Glauben an Jesus. Wie das gehen soll, ich habe keine Ahnung. Ja? So ist die Überlegung. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück und sage einfach, der Gedanke, den ich habe, ist der, die Gemeinde begann in Jerusalem und hört in Jerusalem auf und in der Mitte waren die Heiden. Ja? Und so eine Vision hat Zacharja. Zacharja sieht in einem der Nachtgesichter einen Leuchter mit 7 Leuchten und einen Ölbaum links und einen Ölbaum rechts. Also für euch natürlich umgekehrt, ja, rechts und links ist ja verschoben, ja. Aber er sieht einen Leuchter und einen Ölbaum links und einen Ölbaum rechts. Und was er da sieht, das versteht er nicht. Warum? Weil das ein Geheimnis ist. Was sieht er denn? Er sieht die Leibesgemeinde Jesu. Die besteht aus Ölbaum, Juden, Leuchter, Nationen. Und am Ende der Zeit wieder Ölbaum, Juden, speziell Jerusalem. Ja? Die Gemeinde begann in Jerusalem, Ölbaum, ging zu den Heiden, Leuchter, und am Ende der Zeit kommt das Evangelium wieder nach Hause, Ölbaum. Und dann ist die Gemeinde vollständig und dann wird sie auch entrückt. Aber bevor die Entrückung kommen kann, muss Jerusalem auch noch zur Wiedergeburt gekommen sein. Denn wenn die Menschen in Jerusalem zur Wiedergeburt gekommen sind, dann gehören die ja zur Gemeinde Jesu, oder? Natürlich. So wie wir doch auch. Natürlich. Sogar noch mehr als wir, weil denen ist in Jesaja und Jeremia die Verheißung geschehen. Ihr seid nur Gnadenwahl. Ihr seid Goyim. Ihr seid Heiden, ihr wart außerhalb der Bürgerschaft Israels, ihr wart ohne Hoffnung in der Welt. Ihr seid aus Gnaden dazugekommen, weil Zion seinen König getötet hat. Deswegen hat Gott uns erwählt aus den Heiden. Ja? Aber die in der Endzeit in Jerusalem zum Glauben kommen werden, die Tochter Zion wird schwanger und gebiert. Das ist das prophetische Bild. Die dann zum Glauben an Jesus kommen werden, die haben die Verheißung aus Jesaja. Ja?
Das heißt, die sind eigentlich noch viel mehr Gemeinde Jesu als wir, wenn man so sagen würde. Ja, ist natürlich nicht ganz genau, was ich sage. Ja, es sind alle, in Christus ist das eins. Was für eine Gnade. Was? Da, wir gehören zum Schattenkabinett Gottes. Das ist das Höchste an Berufung, was ein Mensch bekommen kann. Das ist das Höchste, das Schönste, was einem Menschen passieren kann, wenn Jesus seine Hand auf ihn gelegt hat. Ja, da fängt das Leben überhaupt erst an. Das ist der Gedanke dahinter. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich darauf komme. Und als Erstes lesen wir eine Stelle aus dem Alten Testament, aus 2. Könige 19. Schauen uns mal ungefähr an, was da passiert ist zu der Zeit. Ich lese erstmal diesen Vers vor. 2. Könige 19, Vers 1 bis 3. Jerusalem ist belagert von den Assyrern. 185.000 Assyrer stehen vor Jerusalem. Ein riesiges Heer. Ja? Und der General von diesem Heer ruft nach Jerusalem rein und sagt, gebt auf, Hiskia betrügt euch. Ja? Wir werden euch alle massakrieren, gebt auf, ihr habt überhaupt keine Chance. Und dann steht in 2. Könige 19, als der König Hiskia das hörte, nämlich diese schreckliche Rede, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schebna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja. Also eine traurige Situation, zerrissene Kleider und Säcke an. Zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, und jetzt wird's spannend. Das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach. Wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Das ist ein ganz seltsamer Vers. Wir sind früher immer nach Cannes gefahren, da gibt es eine Immobilienmesse, internationale Immobilienmesse. Da kommen aus der ganzen Welt Investoren und da kommen auch jüdische Investoren. Und ich hatte zu tun mit einem Rabbiner aus, ich glaube aus Brooklyn war der, aus USA. Und wir sitzen da im Hotel in der Lobby und unterhalten uns so. Und ich sage, excuse me, Sie sind doch Rabbiner, ja? Sag ich, kennen Sie 2. Könige 19? 2. King 19? Hezekiah, ja? Ja, ja, ich kenne das, sagt er, aber ich praktiziere nicht. Ich wollte ihn gerne wissen, was er meint dazu. Ist das nicht eine seltsame Aussage? Stellt euch vor, Jerusalem ist vollkommen isoliert, politisch vollkommen isoliert, militärisch isoliert. In der Stadt drin ist Hiskia und Jesaja, ein sehr bekannter König und ein sehr bekannter Prophet. Und das Volk in der Stadt und die Stadt wird eingekesselt. Und vor der Stadt stehen 185.000 Soldaten. Das ist eine der Begebenheiten, die dreimal in der Bibel erwähnt wird. Eine andere kennt ihr schon, mit dem Böcklein, mit der Milch. Ja, haben wir heute Morgen schon gemacht. Das ist eine andere noch. Und da gibt es noch eine, das war's dann. Das war Gott sehr, sehr wichtig. Das ist dreimal erwähnt. 2. Chroniker und Jesaja 36 noch. Ja? Immer die gleiche Geschichte. Und jetzt wird die Stadt belagert von 185.000 Assyrern. Die Assyrer sind mit ihren Feinden sehr schrecklich umgegangen. Ich will nicht sagen, was die gemacht haben mit denen. Die Feinde sind sehr langsam gestorben. Und Hiskia hätte eigentlich beten müssen, Herr, du bist der Herr der Kriegsheere. Hier stehen 185.000 Soldaten vor Jerusalem. Hilf uns, wir sind verloren. Die töten uns alle, morgen sind wir tot. Schicke deine heiligen Engel vom Himmel, dass sie uns helfen. Das hätte ich verstehen können. Ja? Dass Hiskia aber ein Problem hat, damit das jemand nicht geboren werden kann, das kann ich nicht verstehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe einige Theologen danach gefragt und habe auch viel gelesen über die Bibelstelle und die sagen, na ja gut, die Situation in Jerusalem war damals so notvoll, wie das bei einer Schwangeren ist. Also wir haben 4 Kinder, ich habe nie ein Kind bekommen, ich darf mich da überhaupt nicht äußern zu. Ja? Also wir Männer müssen uns da ganz zurückhalten, das ist eine Domäne der Damen. Ja? Aber eins weiß ich, dass das keine hoffnungslose Situation war, das war schmerzvoll, ja, aber das war eine Situation, wo ja jemand geboren werden sollte. Ja? Das heißt, diese Aussage hier, dass die Situation Jerusalems damals aussichtslos war, kann ich ja nicht mit einer Schwangeren vergleichen. Deren Situation ist ja alles andere als aussichtslos. Die hat ja die Aussicht darauf, dass ihr Kind geboren wird. Ja? Also diese Art der Erklärung kann ich leider nicht akzeptieren. Aber für mich bleibt die Frage offen, was meint denn Hiskia hiermit?
Und wieso steht hier, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach? Natürlich der Not, weil Jerusalem im Krieg ist. Krieg ist notvoll. Der Strafe, weil Gott sein ungehorsames Volk straft und die Assyrer ins Land geschickt hat. Und der Schmach, weil der Rabschake vor der Tür steht und ganz schlimme Dinge zu Hiskia in die Stadt reinruft. Der kommt nämlich mit großem Gepränge nach Jerusalem rauf. Die Stadt war komplett isoliert und eingeschlossen. Hiskia hat die Häuser abgebrochen und die Stadtmauer verstärkt. Und die haben die Brunnen abgedeckt. Hiskia hat einen Tunnel gegraben von der Gihon-Quelle in die Stadt rein verlegt. Den hat man letztens erst gefunden, ja. Und man kann wohl, wenn man nach Jerusalem geht, durch diesen Tunnel auch laufen von Hiskia. Das ist die Zeit hier, 800 vor Christus, 8. Jahrhundert. Und jetzt kommen die Assyrer dann darauf und die sind in Jerusalem eingekesselt und die warten. Und dann sehen die eine Staubwolke. Und dann hören die Trommeln. Bom, 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 bom. Und Kriegselefanten. Bom, bom, bom. Und Staubwolke. Bom, bom, bom. Und dann kommen die Soldaten, alles kriegserprobte Leute. Bom, bom, bom. Rams stehen die vor der Stadt. Und dann kommt der Rabschake mit großem Gepränge. Stellt er sich im Baldachin vor seine Leute, rechts seine Offiziere, soweit das Auge schaut, links seine Offiziere, soweit das Auge schaut, 185.000 Soldaten. Pforzheim, ganz Pforzheim hat, glaube ich, 130.000 Einwohner. 185.000 Soldaten. Und dann sagt er, Hiskia, betrügt euch. Gott ist nicht mehr bei euch. Ihr seid nichts, ihr habt nichts, ihr könnt nichts, ihr seid verloren. Das macht der Teufel mit euch auch, mit mir auch. Der Teufel fischt uns genauso an. Ihr seid alleine, ihr seid klein, ihr seid schwach, Gott ist längst nicht mehr bei euch. Hiskia hat euch betrogen, sagt er. Hiskia lügt. Und diese Rede könnt ihr lesen, 1. Könige 18, ein Paradebeispiel für eine psychologische Kriegsführung. Das ist Schmach, Strafe, Not und Schmach über Jerusalem ausgegossen durch den Rabschaken. Ein hochintelligenter Mann, eine hochintelligente Rede und ein gottloser Mann. Ja? Und der Hiskia hat den Leuten auf der Mauer gesagt, antwortet ihm nichts. Antwortet, er war junger König, er war klug, der Hiskia. Redet nicht mit dem. Lasst euch nicht darauf ein. Wie beim Teufel heute auch. Nehmt die Bibel, lest. Ja? Das macht der Rabschake, der steht vor der Stadt und ruft nervenzerfetzende Dinge rein. Und dann sagen die auf der Mauer, rede doch mit uns auf Syrisch und nicht auf Hebräisch. Wir können Syrisch. Rede nicht auf Hebräisch, weil die haben natürlich Angst, dass der Rabschake das Volk abtrünnig macht. Und dann steht er auf, der Rabschake, und sagt, hat mich denn mein König zu dir gesandt und zu euch auf der Mauer und nicht zu dem Volk? Frecher Mann. Dass sie ihren Harren trinken und ihre Exkremente essen, das steht in der Bibel. Ein frecher Mann, der kann die fromme Sprache, der kann Hebräisch, der kann sich verstellen. Der Satan verstellt sich als ein Engel des Lichts, oder? Das macht der Rabschake hier auch. Und dann sagt er irgendwann, kommt doch zu mir. Seid ihr so verbockt? Kommt zu mir in mein Land, da wo Milch und Honig für euch fließt. Die hatten ja Hunger, die haben seit Tagen nichts gegessen. Unter den Feigenbaum, wo jeder Frieden hat. Kommt zu mir, seid nicht so, kommt zu mir. Ja, und eine nervenzerfetzende Rede. Und in dieser Situation, die Gott scheinbar so wichtig war, dass er sie dreimal in die Bibel aufnimmt, lässt Hiskia ausrichten an Jesaja, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, so als ob Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Wir lassen das mal stehen, so fraglich wie die Stelle ist, machen mal einen gedanklichen Sprung, gehen ins Neue Testament und gucken mal, was Jesus mit Nikodemus spricht. Ja? Wir kommen gleich zu dem Hiskia wieder zurück und dann können wir die Stelle besser verstehen. Nikodemus kommt zu Jesus bei der Nacht, vielleicht hat er sich geschämt, vielleicht hat er Angst vor seinen Pharisäerkollegen. Jesus war ein umstrittener Wanderprediger. Ja? Nikodemus hat ihn trotzdem besucht und kommt sehr respektvoll zu ihm. Und spricht ihn auch sehr respektvoll an. Jesus war 30, Nikodemus wahrscheinlich gut 50, also ein gesetzter Mann, spricht diesen umstrittenen Wanderprediger sehr respektvoll an. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern. Das ist meine alte Lutherbibel. Ich habe mir das unterstrichen. Scheinbar musste man das erwähnen, dass ein Mensch unter den Pharisäern war. Kein Krokodil.
Ja? Es war ein Mensch, einer, der noch gehört hat, der verstanden hat, Jesus, das ist mehr als nur. Ja? Und der den Mut hat zu Jesus. Es war ein Mensch unter den Pharisäern. Bei anderen Übersetzungen ist es anders übersetzt, ja, aber ich mag die alte Luther so gerne. Anthropon steht da im Griechischen. Ein Mensch. Anthropos, ja. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden oder der Oberste unter den Juden. Der Papst der Juden kommt zu Jesus, ja. Das sind zwei High Potentials, die hier sind. Das ist einmal das theologische Alpha-Tier aus Jerusalem und Gott geoffenbart im Fleisch. Dass wir hier zuhören dürfen, ist was Besonderes. Da müssen wir ganz gut hinhören, was hier passiert. Ja? Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, das ist ein Whistleblower, ja? Wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Bist du der Meister Israels, steht Elberfelder Bibel, ja? Mit bestimmtem Artikel. Bist du der Oberste in Israel, ja? Und weißt das nicht? Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jetzt kommt der bekannteste Vers in der ganzen Bibel, ja? Für uns Christen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben und so weiter. Hier fehlt ein bisschen, ja? Vers 10 habe ich euch mit abgedruckt. Habe ich meinen Kindern gesagt, wenn ihr in der Schule seid, im Religionsunterricht, fragt ihr den Lehrer, was steht in Johannes 10? Dann sagt der Religionslehrer, oh, das weiß ich nicht. Dann sagt er zu ihm, bist du ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Ja? Und meine Kinder sich sofort gemerkt. Englischvokabeln dauert lange, aber das haben sie sich wirklich bis heute gemerkt. Ja? Ja? Bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Was macht Jesus hier? Nikodemus kommt und sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Aus Neid haben sie ihn überliefert. Ja? Und Jesus redet mit Nikodemus über zwei Dinge. Über die Wiedergeburt und über Golgatha. Ja? Denn er sagt ja zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Ja? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich nicht sehen. Und Nikodemus hat das nicht verstanden. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also Jesus spricht mit Nikodemus über die Wiedergeburt und über Golgatha, weil er sagt ja, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden. Die kennt ihr die Geschichte, ja? Israel auf Wüstenwanderung, Israel hat gemurrt, da schickt Gott feurige Schlangen und als die Israeliten gebissen werden, betet Mose und Gott sagt, mach eine feurige Schlange, eine bronzene Schlange, eine eherne Schlange, die in der Sonne glänzt, richte die auf einen Stab auf und alle, die darauf schauen, bleiben am Leben, obwohl sie von den Schlangen gebissen werden. Ein wunderschönes Bild auf Golgatha. Christus aufgerichtet, zur Sünde gemacht, zur Schlange gemacht. Alle, die auf ihn schauen, mehr nicht. Nicht Wunde aussaugen, Verband drauf, Pflaster, ja? Sondern alle, die auf ihn schauen, bleiben am Leben. Golgatha, wunderschönes Bild. Das zeigt Jesus Nikodemus. Das heißt, Jesus spricht mit Nikodemus über zwei Dinge, Wiedergeburt und Golgatha. Für Golgatha, und jetzt wird es spannend, für Golgatha gibt Jesus dem Nikodemus ein Bild aus dem Alten Testament. Nämlich Mose mit der erhöhten Schlange in der Wüste. Für die Wiedergeburt gibt Jesus Nikodemus kein Bild aus dem Alten Testament, auch uns nicht. Ja? Trotzdem tadelt Jesus Nikodemus und sagt zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Nikodemus, weißt du nichts von der Wiedergeburt? Nikodemus, das müsstest du doch wissen. Woher hätte Nikodemus das wissen können? Aus dem Alten Testament. Ja? Warum?
weil das Neue noch nicht geschrieben war. Ja? Es gab ja nur das Alte Testament. Er war der Lehrer Israels und er hätte das nur aus dem Alten Testament wissen können. Von der Wiedergeburt. Also muss die Wiedergeburt ja irgendwo im Alten Testament erwähnt sein. Warum? Weil Golgatha ja auch erwähnt ist im Alten Testament, und zwar in Form dieses Bildes, dass Mose in der Wüste eine Schlange erhöht. Ja? Das heißt, Golgatha ist im Alten Testament vorhanden, und zwar in vielen, vielen Bildern, die wir alle kennen. Kommen wir gleich zu. Die Wiedergeburt ist auch im Alten Testament vorhanden, aber Jesus gibt kein Beispiel dafür. Wir sind hier ohne Bild, ohne Beispiel. Und wir müssten uns jetzt auf die Suche machen und im Alten Testament gucken, wo stehen denn im Alten Testament von der Wiedergeburt? Ja? Ihr versteht den Gedanken, ja? Das, was Jesus mit Nikodemus hier bespricht, sind zwei heilsnotwendige Dinge. Die sprechen nicht über irgendwas. Denn wenn man in den Himmel kommen will, ich rede ganz kindlich, ja, wenn man in den Himmel kommen will, muss Golgatha geschehen sein, damit meine Sünde dort vergeben wurde, Punkt 1. Punkt 2, ich muss aber auch wiedergeboren sein, ich muss glauben, sonst wird meine Sünde auch nicht vergeben. Ja? Das heißt, Golgatha und persönlicher Glaube gehören zusammen und damit komme ich in den Himmel, ganz einfach gesprochen. Das ist heilsnotwendig. Ja? Wenn nur Golgatha geschehen ist und ich nicht glaube, bin ich trotzdem verloren. Ja? Und wenn Golgatha nicht geschehen wäre, hätte ich nichts, woran ich glauben kann. Dann müsste ich das Gesetz halten, was niemand halten kann. Das gehört also dazu, um in den Himmel zu kommen. Das heißt, Jesus und Nikodemus haben zwei heilsnotwendige Dinge besprochen. Und ich frage jetzt seit 30 Jahren, ich bin ungefähr 35 Jahre gläubig, also seit über 30 Jahren frage ich überall und jeden, wo steht denn im Alten Testament was von der Wiedergeburt? Und alle gucken mich an und manche sagen, in Hesekiel. Und die gucken wir uns gleich an, die Bibelstelle, weil in Hesekiel steht, dass Gott Israel ein neues Herz geben will und einen neuen Geist. Ja? Und dass sie dann in seinen Geboten wandeln und dass sie dann sein Volk sind. Das heißt, Gott will ihnen eine Herztransplantation machen, aber nicht eine Geburt. Hört ihr das? Ja? Jesus sagt zu Nikodemus nicht, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist. Hätte Jesus das gesagt, wäre Nikodemus Hesekiel sehr wahrscheinlich eingefallen, weil Nikodemus die ganze Bibel auswendig kannte. Der war der Lehrer Israels. Ein Oberster der Juden, der ist seit 12 Jahren in der Yeshiva, hat er die Bibel auswendig gelernt. Ja? Dann hätte Nikodemus gesagt, ich weiß Hesekiel. Das macht Jesus aber nicht. Jesus sagt nicht, du brauchst ein neues Herz, der sagt, du musst komplett von Neuem geboren werden. Warum macht Jesus das? Weil er Nikodemus überfordern will. Nikodemus kommt nämlich und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, erstens wisst ihr nicht und zweitens wisst ihr nicht, wer ich bin. Hier sitzt kein Lehrer. Hier sitzt auch kein Prophet. Hier ist Gott geoffenbart im Fleisch. Und wenn du nicht von Neuem geboren wirst, Nikodemus, weißt du überhaupt nicht, wer hier vor dir steht. Wie soll ich dir das erklären? Das ist wie der Wind. Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das, Nikodemus, wo es jetzt darum geht, kannst du nicht verstehen. Und wenn du kommst und sagst, wir wissen, dann lass uns reden über mein Wort. Denn du musst von Neuem geboren werden. Und warum weißt du, Nikodemus, als Lehrer Israels nichts davon? Was ist los mit dir? Kennst du die Bibel nicht? Er provoziert den Nikodemus, versteht ihr das? Er fordert ihn. Er sagt, wenn du kommst und sagst, wir wissen, dann lass uns sprechen über mein Wort. Und dann gehen wir in die Tiefe. Und jetzt redet der Eigentümer des Wortes mit dem Lehrer des Wortes. Versteht ihr das Delta? Der Eigentümer sitzt vor ihm, nicht irgendein Lehrer. Der es gegeben hat, sitzt vor ihm, am Sinai. Das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes sitzt vor ihm. Versteht ihr jetzt, warum Jesus sagt, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Hier steht, das Reich Gottes sitzt vor dir. Das war das Delta. Jetzt macht Jesus ein Delta auf. Und dann sagt er nachher zu Nikodemus, wir wissen, wovon wir reden.
Und wir zeugen von dem, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Da macht Jesus eine Mauer, die ist 100.000 Meter hoch. Wir aus dem Geist gezeugten und ihr Fleischlichen, so religiös wie ihr seid. Das ist das Delta, worum es geht. Ja? Das Gespräch, das schlägt Funken. Also ich frage seit 30 Jahren, wo steht denn im Alten Testament von der Wiedergeburt? Und alle, die sie irgendwo nur geantwortet haben, bis auf einen Bibellehrer, ich zeige euch die Bibelstelle gleich, alle haben zu mir gesagt, Hesekiel 11 oder Hesekiel 37. Aber in Hesekiel steht nur, dass man ein neues Herz bekommt. Jesus überfordert aber Nikodemus vorsätzlich und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, für uns heute und auch für alle Theologen heute, wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? Und entschuldige, ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Ich habe Antworten bekommen, aber die waren etwas sinnentleert. Ja? Ich zeige euch das auch gleich. Das heißt also, Jesus spricht mit Nikodemus über diese beiden Dinge, über die Kreuzigung und über die Wiedergeburt. Dass die Kreuzigung im Alten Testament vorhanden ist, das wissen wir. Denn wir haben ganz viele Bilder für die Kreuzigung im Alten Testament. Ich zeige euch auch gleich welche. Deswegen sind wir ja Christen, weil wir glauben, dass die Kreuzigung vorhergesagt worden ist, dass Jesus Christus vorhergesagt worden ist, dass der Messias vorhergesagt worden ist. Deswegen sind wir Christen. Die Frage bleibt, wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? Ja? Das haben wir schon angeguckt, das waren die beiden Themen, ja, von Neuem geboren werden und in der Wüste eine Schlange erhöht. Für das Kreuz von Golgatha gibt Jesus ein Bild aus dem Alten Testament, die eherne Schlange. Für die Wiedergeburt gibt er kein Bild, auch uns nicht. Das ist, wo wir jetzt drüber reden, ist bis heute ein Geheimnis. Wir sind also heute eine Gemeinschaft von Leuten, die in ein Geheimnis hineinschauen. Etwas, was sonst nicht offenbart ist. Ja? Und obwohl Jesus Nikodemus kein Bild aus dem Alten Testament gibt, tadelt er ihn, weil Nikodemus nichts davon weiß. Es ist fast so, als ob Gott das damals schon verschwiegen hat, Nikodemus gegenüber, und bis heute verschwiegen hat. Woher hätte Nikodemus von Golgatha wissen können? Aus dem Alten Testament. Ja, wir suchen Stellen nach Golgatha, gleich suchen wir Stellen wegen der Wiedergeburt. Golgatha kennen wir ganz viele Stellen. Abraham opfert Isaak, 1. Mose 22, ein Bild auf Christus. Es war derselbe Berg, es war der Berg Moria, wo Abraham Isaak opfern sollte, nicht geopfert hat. Ja? Und es ist derselbe Berg, wo Gott seinen Sohn Jesus Christus geopfert hat. Ja? Passahlamm, 2. Mose, ein Bild auf Christus, ein Bild auf Golgatha. Wir haben auch ein Passahlamm, haben wir heute Morgen noch gelesen, ja? Geopfert. Der Sündenbock, Mose erhöht die eherne Schlange, verflucht ist, wer am Holz hängt, der Immanuel, der Gottesknecht, Leises, der ganze Alte Testament ist voll von Golgatha. Aber wo steht jetzt von der Wiedergeburt? Es muss doch irgendwo ins Hesekiel nicht ist. Ich muss vielleicht ergänzend sagen, wenn man die Hesekiel-Stelle nehmen will und sagt, gut, wenn jemand im neutestamentlichen Sinn ein neues Herz bekommen hat, dann ist er Christ. Wenn jemand im neutestamentlichen Sinn Gottes Geist bekommen hat, dann ist er Christ. Und wenn er Christ ist, ist er natürlich auch wiedergeboren. Ja? Mir geht es nur darum, dass man sich in die Situation dieses Gesprächs hineinversetzt und hört, dass Jesus nicht nach Hesekiel fragt. Er fragt nicht und sagt nicht, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz, sondern er sagt, du musst ganz von Neuem geboren werden. Das hat Nikodemus auch verstanden, weil er sagt, ja, soll ich denn wieder in den Leib meiner Mutter gehen? Ich bin doch schon alt. Was redest du denn hier? Ja? Nikodemus versteht das biologisch. Ja? Nicht geistlich. Die Pastoren heute verstehen den dritten Tempel baukonstruktiv. Nicht geistlich. Und so wie die Theologen heute den dritten Tempel verwechseln mit der Gemeinde Jesu, die sein Leib ist und die der Tempel Gottes ist, so hat Nikodemus damals die Wiedergeburt mit einer biologischen Geburt vertauscht und verwechselt. Versteht ihr das Drama bei der ganzen Sache? So wie Nikodemus irdisch, biologisch gedacht hat an seine Mama und an seine Geburt und ob das wiederholt werden soll,
So denken heute die Ausleger irdisch, baukonstruktiv, wenn sie von einem dritten Tempel Gottes reden, von dem die Bibel angeblich für die Endzeit spricht. Versteht ihr das Drama? Die denken wie ein Nikodemus, der nicht wiedergeboren war. Versteht ihr das Drama? Da kommen wir heute Abend zu. Will da nicht weiter was zu sagen, ja, aber ihr versteht, worum es da geht. Man versteht das irdisch gesinnt, biologisch, baukonstruktiv und geistlich nicht mehr? Nein, scheinbar nicht mehr. Was denn los? Jetzt zeige ich euch ein paar Stellen über die Wiedergeburt im Alten Testament. Wir spüren jetzt mal nach. Golgatha haben wir schon gesehen. Jetzt gucken wir, wo steht denn die Wiedergeburt? Das ist die Stelle, die mir immer genannt wird, von allen, mit denen ich gesprochen habe bisher. Ja, Hesekiel 11, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes, also ein warmes Herz, ein warmherziges Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hesekiel 11, dasselbe steht nochmal in Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ein fleischernes Herz will ich euch geben, meinen Geist in euch geben. Herztransplantation, Geistesgabe. Aber nichts Kreißsaal. Hier ist Chirurgie, Chirurgieabteilung. Ja? Werdende Mütter hier entlang. Ja? Wiedergeburt ist ein anderer Flur im Krankenhaus. Und wir sind hier Herztransplantation, ja? Chirurgie. Wir wollen aber in den Kreißsaal. Und jetzt ist, wir haben früher gesagt, hängen im Schacht. Jetzt kommt man irgendwie nicht weiter. Weil Nikodemus wurde ja von Jesus getadelt. Also muss ja die Wiedergeburt im Alten Testament sein. Aber wir finden irgendwie keine Antwort darauf. Und wenn man jetzt sich einige Stellen im Alten Testament anschaut, gut, das habe ich gerade so in Worte gefasst, ja, Hesekiel 11, 36 ist Herztransplantation, aber keine Geistes, keine Wiedergeburt. Hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du musst ein neues Herz und einen neuen Geist haben, hätte Nikodemus sofort an Hesekiel gedacht. Macht Jesus aber nicht. Er sagt was anderes. Er überfordert vorsätzlich Nikodemus. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Bibelstellen im Alten Testament an, von denen ich glaube, dass die von dieser Wiedergeburt sprechen. Von der neutestamentlichen Wiedergeburt. Jeremia 4. Das ist jetzt später als Hiskia. Das ist jetzt 586 vor Christus. Die Babylonier belagern Jerusalem. Eben hatten wir die Assyrer belagern Jerusalem. 733, 722, 722 vor Christus. Jetzt sind wir 586 vor Christus. Die Babylonier sind im Land und belagern Jerusalem. Und schon wieder kommt die Tochter Zion in Wehen. Und schon wieder steht dort von Schwangerschaft. Das ist aber erstaunlich. Das ist jetzt die zweite Belagerung Zions. Schon wieder geht es um Schwangerschaft. Schon wieder um Kinder. Ja? Dort steht, horch, es kommt ein Geschrei von Dan her. Dan wäre der nördlichste Stamm in Israel. Es kommt ein Geschrei von Dan her und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim, von Norden. Sagt an den Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen aus fernen Landen, nämlich aus dem Iran, und erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Damals fiel Assyrien in Ephraim ein und hat ganz Ephraim erobert und hat den Norden Israels in die assyrische Gefangenschaft geführt. Und später kommen dann die Babylonier, wiederholen das, fallen wieder hier in Juda ein, erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Sie werden sich um Jerusalem herlagern wie die Wächter auf dem Felde, denn Jerusalem, es hat mich erzürnt, spricht der Herr. Er schickt dir zur Strafe. Und dann steht in Jeremia 4, Vers 15 folgende, denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet, ach weh mir, ich muss schier vergehen vor den Würgern. Altes Lutherdeutsch. Das ist eine komische Stelle. Das heißt, jetzt wird also 160, 170 Jahre später Jerusalem nochmal belagert. Und jetzt kommt schon wieder dieses Bild von einer Gebärenden, von einer Frau, die in Schwangerschaft ist. Die Tochter Zion wird belagert und die Propheten reden davon, als ob die Tochter Zion durch diese militärische Belagerung in Wehen kommt und Angst hat.
wie eine Frau in Geburtswehen. Und die Bibel ist voll von solchen Stellen. Jeremia 30, jetzt wird es noch verrückter, jetzt wird es Vogue, wer da im Thema ist, ja. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Was? Wie Männer gebären, da heute gebären Männer scheinbar, ja. Also es wird ja immer mehr Gaga heute, ja. Das war damals vollkommen absurd. Heute ist es absurd und normal, ja. Aber damals, Männer gebären, alle unsere Kinder hat meine Frau bekommen. Das weiß ich ganz genau, ja. Das ist uns Männern leider nicht beigelegt. Das ist als schade, aber es ist so, ja. Ist auch in Ordnung, ja. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären, wo in dem belagerten Jerusalem. Schon wieder das Bild von Geburt bei der belagerten Jerusalem, bei der belagerten Stadt. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Das ist ja fast so, als ob man darüber stolpern soll beim Bibellesen, oder? Dass man sagt, hier, das habe ich doch letztens erst gelesen in 2. Könige 19, jetzt kommt das hier schon wieder. In der Belagerung der Stadt Jerusalem durch die Babylonier wieder dieses Bild einer Frau in Kindsnöten. Männer sollen da sogar gebären. Das habe ich dem Rabbi gar nicht mehr fragen getraut, ja? Ja. Also, das ist so schräg, dass man darüber stolpern muss. Micha 4. Warum schreist du denn jetzt so laut, in Klammern Jerusalem? Ist der König nicht bei dir? Ist Jesus weg? Ist der Messias nicht mehr da? Habt ihr den vielleicht verworfen? Oder sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich also das Weh gekommen ist wie eine in Kindsnöten? Leide doch solch Weh und kreise, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Kreise, da kommt Kreissaal her, ja? Kreisen ist ein altes deutsches Wort und heißt schreien. Der Kreissaal ist nicht rund. Falls ihr in die Verlegenheit kommt, den zu suchen, der ist nicht rund wie ein Kreis, sondern ist ein altdeutsches Wort. Kreisen heißt schreien. Bei der Geburt, wenn geboren wird, wird halt geschrien. Und das ist das alte Lutherdeutsch. Leide doch, Jerusalem, solch weh und kreise. Du, Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Scheinbar kommt die Tochter Zion noch in Schwangerschaft. Gebiert denn auch die Tochter Zion noch? Und wen gebiert denn die Tochter Zion? Und wann gebiert denn die Tochter Zion? Hat die schon mal geboren? Micha 5, das ist Kapitel im zu Weihnachten wird das immer gelesen, im Propheten Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, das ist jetzt Vers 3, ja? Ich lese mal Vers 1 und 2. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Wer ist es? Jesus aus Bethlehem. Den Vers haben die Pharisäer genommen, um Jesus bei Herodes zu verraten, ja? Welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen auf die Zeit, dass die gebären soll, geboren habe. Wer soll gebären? Zion. Zion soll in Wehen kommen, ja, in Wehen, wie eine in Kindsnöten, und sie soll auch noch gebären. Aber wann? Hat Jerusalem schon mal Geburt erlebt? Hat die Tochter Zion schon mal Geburt erlebt? Ja, das wissen wir auch alle. Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ja? Da war doch Wiedergeburt, haben wir doch am Anfang gesagt. Das erste Mal Wiedergeburt in Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen war vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Da hat Zion geboren. Ja? Die Tochter im prophetischen Bild gesprochen. Die Tochter Zion hat geboren. War denn Jerusalem damals belagert? Nö. Pax Augustinum, ja, Augustianum, der Friede Augustus, ja, war doch da, augustianische Frieden. Es gab kein aktuelles Kriegsgeschehen, die Römer waren im Land, aber die Stadt war nicht in der kriegerischen Belagerung. Das würde ja bedeuten, dass Zion gar keine Wehen hatte, nö. Ja, und hat trotzdem geboren, ja. Ja, aber kommen doch erst die Wehen und dann gebiert, ja. Ja, man kann doch nicht gebären ohne Wehen, doch.
Ja, wann ist denn das passiert? Vor 2000 Jahren. Und wer schreibt davon? Jesaja. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Kann denn ein Land oder ein Volk auf einmal geboren werden? So hat ja doch Zion seine Kinder geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Jesaja 66. Ja, dann würde ja Jesaja 66 von Pfingsten schreiben. Ja. Ja, dann würde ja heißen, dass alles, was im Neuen Testament steht, schon im Alten drin ist. Genau. Ja. Das haben wir heute Morgen ja schon gesagt. Wenn man das Alte Testament mit Gottes Geist liest, wird es zum Neuen Testament. Dann hat Jesaja 66 von Pfingsten geschrieben, ja. Warum denn? Weil Jerusalem dort Wiedergeburt erlebt hat. Jerusalem ist eines Knaben genesen, ehe denn sie Wehen hatte. Aber in der Endzeit wird Jerusalem nochmal belagert werden und wird dann in Wehen kommen und wird dann auch nochmal gebären. Ja, das würde ja heißen, Jerusalem wird wiedergeboren, ja. Dann wäre es ja die Wiedergeburt Jerusalems am Ende der Zeit. Genau, und davon sprechen wir ja. Jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt haben wir ja in Johannes 3 angefangen und jetzt kommen wir mal plötzlich in die Endzeit. Wir haben doch heilsnotwendige Dinge besprochen, oder? Wir haben doch jetzt nicht irgendwelche Siegelgerichte oder Posaunengerichte angefangen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben ja nur in Johannes 3 über unser Heil nachgedacht, über Golgatha und über die Wiedergeburt und haben überlegt, wie man in den Himmel kommt. Mehr haben wir nicht gemacht, ja? Und dann haben wir im Alten Testament gesucht nach Golgatha und haben ganz viele Stellen gefunden. Und dann haben wir im Alten Testament nach der Wiedergeburt gesucht und da finden wir auch ganz viele Stellen. Das ist nur eine Auswahl, es gibt viel mehr. Und plötzlich finden wir, dass dort vorhergesagt ist, dass die, die gebären soll, geboren haben wird, ja? Dass Zion gebären soll. Zion soll nicht nur in Wehen kommen, wie unter Hiskia, nicht nur in Wehen kommen, wie unter Jeremia, sondern Zion soll sogar noch gebären, wie bei Micha beschrieben. Das heißt, wir wissen, dass Zion schon einmal geboren hat, zu Pfingsten vor 2000 Jahren, aber damals ohne Wehen. Und wir glauben, dass Jerusalem nochmal wiedergeboren wird in der Endzeit, dann mit Wehen. Warum? Weil Jesus das sagt. Jesus sagt nämlich in Matthäus 24, ihr werdet hören in der letzten Zeit von Kriegen und Kriegsgeschrei und teurer Zeit und Erdbeben hin und wieder, das alles ist der Anfang der Wehen. Das würde ja bedeuten, dass Jesus von Wehen spricht, wer bekommt Wehen? Frauen bekommen Wehen. Ich bitte euch, ja? Frauen bekommen Wehen. Aber im prophetischen Bild bekommt die Tochter Zion Wehen. Das würde ja bedeuten, dass Jesus sagt, in der letzten Zeit gibt es Erdbeben und teure Zeit und Geschrei von Kriegen und Kriegsgerüchte, ja? Das alles ist der Anfang der Wehen. Wieso denn der Anfang? Von wem Wehen? Von Zion. Ja, wird denn Zion noch belagert werden? Ja, das sagt Jesus in Lukas 21, dass sie einen Wall um Jerusalem aufschlagen wollen. Und Entschuldigung, da ist nicht Titus mit gemeint. Müssen wir uns Zeit nehmen für. Da ist die Endzeit mit gemeint. Aber versteht ihr den Gedanken? Langsam schließt sich der Kreis und wir verstehen, dass die Gemeinde Jesu in Jerusalem angefangen hat, Ölbaum, zu den Heiden ging Leuchter und am Ende der Zeit wieder Ölbaum. Ja, das, und dann fragt Zacharja den Engel und sagt, was sehe ich denn hier? Da sagt der Engel, weißt du nicht, was du da siehst? Jesus sagt zu Nikodemus, weißt du nicht, was das ist? Du bist ein Lehrer Israels. Ja? Und dann sagt der Zacharja, nee, ich weiß nicht, was das ist. Und dann sagt der Engel zu Zacharja, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, nicht durch die Belagerung wird das geschehen, sondern durch meinen Geist. Was kommt durch Gottes Geist? Die Gemeinde Jesu. Ja? Das heißt also, Zacharja schaut im Nachtgesicht die Leibesgemeinde Jesu, die bestand aus Jerusalem, aus den Heidenvölkern und am Ende wieder aus Jerusalem. Und dann kommt Entrückung. Umgekehrt, bevor Jerusalem nicht zum Glauben an Jesus gekommen ist und diese Prophetien eingetreten sind, gibt es auch noch keine Entrückung. Versteht ihr das?
Hiervon leiten sich unglaublich viele Linien ab. Ich zeige euch nur die Spitze vom Eisberg. Das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Sehen wir heute Abend noch, was das alles noch bedeutet. Ihr hört heute immer, dass Israel nach der Entrückung noch eine geistliche Erweckung erlebt. Ja? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Israel keine geistliche Erweckung mehr erlebt. Ich glaube, dass Israel, 2/3 von Israel vernichtet wird. Das sagt Zacharja. Ich glaube, dass dieses letzte Drittel nochmal geläutert wird, nochmal reduziert wird, bis nur noch ein ganz kleiner Rest von Israel übrig ist. Ich glaube, dass ein Überrest von Israel, nämlich nur Jerusalem, die Königsstadt Jesu, nochmal Gnade bekommt und zum Glauben an Jesus kommen wird. Ich zeige euch gleich, ich will euch das nur theologisch kurz zeigen und dann mache ich euch so ein Bild. Ich zeige, ja, wie das heute aussehen könnte. Aber die Frage ist gut, ja? Es wird nur ein Überrest von Israel zum Glauben an Jesus kommen. Mir geht es nur mal, dass man die Bibelstellen mal so ein bisschen hat, ja? Das ist eine ganz wichtige Stelle. Das heißt also, alle diese Bibelstellen, die wir bisher hier gelesen haben, stehen in Verbindung mit Jerusalem und dessen Belagerung durch ein ausländisches Heer. Dabei wird die Angst der Bürger von Jerusalem während der Belagerung mit Geburtswehen verglichen. Auch 2. Könige gehört dazu. Jetzt gehen wir mal zurück zu 2. Könige, weil den Vers können wir jetzt verstehen. So sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Das, was Hiskia dort erlebt, ist ein Modell 1:50 des endzeitlichen Schicksals des modernen Jerusalems, der modernen Stadt Jerusalem heute. Das ist ein Modell 1:50. Die Stadt Jerusalem in der heutigen Zeit wird nochmal belagert werden. Jesus spricht davon. Das ist der Anfang der Wehen. Was? Krieg. Gerüchte von Krieg und Krieg. Not, Teuerung, Hungersnöte für Israel, speziell für Jerusalem. Und in diesen Wehen kommt die Stadt Jerusalem zur Wiedergeburt, zum Glauben an Jesus Christus. Das ist ein großes Geheimnis, was wir hier anschauen. Das ist etwas, das Geheim. Das ist so geheim, dass Gott das in Johannes 3 verschwiegen hat. Das ist so geheim, dass ich seit 35 Jahren frage und mir keiner eine Antwort darauf gibt. Ich habe viele Theologen gefragt, promovierte Theologen, Älteste, Gemeindeleiter, überregionale Gemeindeleiter und alle nennen mir Hesekiel und haben sonst keine Aussage für die Wiedergeburt ist heilsnotwendig. Ich frage ja nicht nach irgendeiner Endzeitspezialität. Ich frage nach einem Grundaxiom unseres Heils. Ich frage, wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? Und die können mir keine Stelle nennen. Was ist denn da? Hätte ich die nach Golgatha gefragt, hätten sie mir viele Stellen nennen können. Ich habe euch ja eben einige gezeigt. Ihr kennt die ja auch. Deswegen sind wir Christen. Aber das, wo wir jetzt drüber sprechen, ist geheim. Das ist so geheim, dass es in Johannes 3 nicht erwähnt wird. Ja? Das, was Hiskia damals erlebt hat, ist ein Modell 1:50 dessen, was in der Endzeit passiert. Weil in der Endzeit, ich sage es etwas verkürzt, wird wieder eine Armee gegen Jerusalem rollen und Jerusalem belagern. Und dann kommt Jerusalem in Wehen, wie Jesus das sagt. Und dann kommt Jerusalem in diesen Wehen, dann werden die Juden dort in Jerusalem eingeschlossen sind. Die werden zu Gott schreien, Herr, hilf uns. Und dann gießt Gott nochmal seinen Geist auf Jerusalem aus. Und dann kommt Jerusalem an einem Tag in einem katastrophischen Ereignis zum Glauben an Jesus. Was das bedeutet, sage ich euch gleich. Der Grund, warum bei Hiskia die Kraft fehlte, sie zu gebären, ist folgender. Das ist 700 Jahre vor Pfingsten. Hier war noch gar kein Geist ausgegossen. Das, was Hiskia sagt eigentlich, das, was hier passiert, das wird sich wiederholen. Und dann werden die Kinder in Jerusalem wiedergeboren werden, weil in der Endzeit wird der Geist Gottes ja ausgegossen sein. Würde heute, am heutigen Samstag, Jerusalem angegriffen werden von der syrischen Armee und die stehen vor Jerusalem, und die Juden in Jerusalem würden zu Gott rufen. Könnten die dann wiedergeboren werden? Ja, natürlich. Warum? Weil der Geist Gottes ja seit 2000 Jahren ausgegossen ist. Ja?
Das heißt, Jerusalem könnte jederzeit zum Glauben an Jesus kommen, heute. Aber zur Zeit Hiskias war noch keine Kraft da, sie zu gebären, weil der Geist Gottes noch gar nicht ausgegossen war. Das heißt, wir verstehen jetzt, dass das nicht zufällig in der Bibel steht oder irgendeine Stelle ist, die schwammig wäre oder falsch übersetzt oder irgendwo falsch interpretiert oder gedeutet, sondern die muss exakt so sein, wie sie hier geschrieben steht, weil Hiskia hier wie ein Prophet redet und sagt, das hier, dieser Tag der Not, der Strafe und der Schmach wird sich wiederholen und die Kinder werden wieder an die Wehen, oder Jerusalem wird wieder in Wehen kommen, Kinder werden geboren werden und dann wird Kraft da sein, sie zu gebären. Aber jetzt fehlt diese Kraft noch. Versteht ihr das? Plötzlich bekommt der Vers Sinn. Plötzlich passt er in Gottes Heilsgeschichte. Plötzlich passt er in Gottes Prophetie. Auch die Stelle aus Jeremia, können Männer Kinder bekommen, ist ein Vorbild auf das, was der modernen Stadt Jerusalem erst noch geschehen wird. Jetzt wisst ihr mehr als Nikodemus. Ja? Jetzt wissen wir mehr als Nikodemus. Sollten wir auch. Nach 2000 Jahren Gemeindegeschichte, nachdem wir ja wiedergeboren sind und Gottes Wort besser verstehen können als Nikodemus, sollten wir auch mehr wissen. Ja? Aber das Problem ist, dass man heute viele fragen muss, bist du ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Das ist ja das Drama. Das ist die Armut der Gemeinde Jesu. Ja? Das heißt also, diese Bibelstelle können wir jetzt verstehen. Und es gibt sogar viele Bibelstellen im Neuen Testament. Ich erinnere euch da nur ganz kurz dran. Matthäus 24. Ja, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Odinai, der Geburtswehen. Ja, wer kommt in Wehen? Zion kommt in Wehen. Ja? Wann denn? Zu Pfingsten? Nee. Warum nicht? Weil zu Pfingsten Jerusalem nicht im Krieg war. Da muss etwas anderes noch gemeint sein. Versteht ihr? Etwas Zukünftiges noch. Dann wurde Jerusalem belagert, 70 nach Christus durch Titus. Ist Jerusalem da zur Wiedergeburt gekommen? Hat die Tochter Zion dort geboren? Nö. Dann muss das in der Endzeit liegen. Genau. Dann kommt keine Entrückung, bevor das hier nicht passiert ist. Genau. Dann dauert es noch bis zur Entrückung. Ja. Fasset eure Seelen in Geduld. Seid nicht so unnüchtern zu glauben, die Entrückung könnte jederzeit kommen. Sorry, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ja. Viele glauben, dass die Entrückung sofort und unmittelbar kommen müsse. Und das heißt immer wieder, davor muss nichts mehr passieren. Doch, doch, da muss noch was vorher passieren. Da muss die Wiedergeburt Jerusalems noch kommen. Warum? Weil wenn Jerusalem wiedergeboren wird, gehört Jerusalem ja zur Gemeinde Jesu. Ja, natürlich. Mehr als wir, weil denen die Verheißung geschehen ist. Das heißt, dann muss Jerusalem ja auch mit entrückt werden. Es gibt ja keine zwei oder drei Entrückungen. Ist der Leib Christi zerteilt, fragt Paulus. Nein. Es gibt nur eine Entrückung. Wenn es aber nur eine Entrückung gibt und die ganze Gemeinde Jesu dann entrückt wird, die gestorben sind und die dann noch leben, dann muss Jerusalem erst wiedergeboren werden. Mehr sage ich nicht. Ja? Schließt sich der Kreis für euch im Kopf? Das ist ein Geheimnis, was wir hier sehen. Jetzt wissen wir mehr als Nikodemus. Es geht nicht ums Wissen. Uns geht doch manchmal ums Wissen. Weil uns das gewiss macht in unserem Glauben. Ihr seid nicht klugen Fabeln gefolgt. Ihr habt das Heil gefunden. Das ist alles wahr. Wir haben Jesus, wir haben das Heil gefunden. Für uns ist alles gut geworden. Ja, ist wunderschön. Okay, also Jesus spricht davon, Paulus spricht davon. Das ist eine spannende Stelle. 1. Thessalonicher 5. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz, ein schwangeres Weib, eine schwangere Frau, und werden nicht entfliehen. Kennt ihr die Stelle? Ja, ne? Alle, die sich mit Endzeit beschäftigen, kennen 1. Thessalonicher 5. Denn es ist nicht Not, euch zu schreiben, Brüder, ja? Denn ihr selber wisset genau, ja? Und dann kommt dieser Vers, denn wenn sie werden sagen, es ist Friede. Paulus hat mit den Thessalonichern über diese Sache gesprochen. Über was hat er gesprochen? Über irgendjemanden, den Unheil überfallen wird, Verderben, und der irgendwie in Wehen kommen wird. In den Elberfelder Bibeln, da steht, gleich wie die Wehen eine schwangere Frau überfallen, Verderben. Ihr wisst jetzt, was Paulus hier meint.
Paulus sagt, es wird in der letzten Zeit ein trügerischer Frieden kommen. Jerusalem wird sich im Frieden wähnen und urplötzlich kommt das Unheil über sie, wie die Wehen über das schwangere Zion, und sie werden nicht entfliehen. Paulus meint die Wiedergeburt Jerusalems hier. Das bedeutet ja dass Paulus mit den Thessalonischern über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen hat. Ja, natürlich. Dann wusste Paulus von der Wiedergeburt Jerusalems. Ja, aber ganz bestimmt. Ist das verloren gegangen? Offensichtlich. Versteht ihr, ich werbe ein bisschen um Vertrauen bei euch. Paulus wusste davon. An dem Vers können wir das sehen. Die Thessalonischer wussten noch davon. Aber heute gibt es ein großes Rätselraten um diesen Vers. Und die meisten überspringen diese Stelle, weil sie damit nichts anfangen können. Ja? Viele evangelikale Prediger, nehmt, wen ihr wollt. Die legen euch alles aus, aber nicht die schwangere Frau. Die wissen nämlich nicht, wer schwanger wird. Die glauben, dass das abrupt kommt. Eine Geburt kommt nicht abrupt, die kündigt sich 9 Monate vorher an. So ist meine Erfahrung, oder? Ja? Das kommt aber abrupt, unerwartet. Ein trügerischer Friede. Und aus eurem prophetischen Hintergrund, den ihr aus dem Alten Testament gewonnen habt, merkt ihr jetzt, dass Paulus das wusste und den Thessalonischern sagt, da kommt ein trügerischer Friede und dann kommt das Verderben schnell über sie, weil Jerusalem dann belagert wird. Und dann kommt in der Belagerung kommen die in Wehen, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und alle, die in Jerusalem wiedergeboren werden, werden nach 3,5 Jahren alle getötet und niemand wird da entfliehen. Das meint er mit dem letzten Vers, wenn da jemand gerade drüber nachdenkt. Das ist aber ein bisschen viel, da steckt ganz viel drin in dem Vers. Mir geht es nur darum, dass ihr mal sensibel werdet dafür, da kommt noch was. So wie der Anfang war, so wird das Ende sein, dazwischen sind wir. Ja? Dann verstehen wir das Nachtgesicht von Zacharja. Paulus, Christus ist auferstanden, von 500 Brüdern gesehen worden auf einmal. Ja, nach der Schrift, dann von Kephas gesehen worden, dann von den 12, dann von 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir als einer, was? Als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was schreibt denn da der Paulus? Wieso ist denn der eine unzeitige Geburt? Weil er wiedergeboren wurde. Ja? Warum ist er denn unzeitig? Das war doch die Zeit, wo alle Menschen zum Glauben an Jesus kommen sollten, oder? Wieso empfindet sich Paulus denn als eine unzeitige Geburt? Weil Paulus wusste, dass der eine Zeitpunkt für die Wiedergeburt Jerusalems, und er war ja aus dem Stamm Benjamin, er war aus dem Haus Jerusalem, wenn man so will, ja? Dass der eine Zeitpunkt zu Pfingsten war, da war der Paulus aber noch tief im Judentum. Er hat geholfen, den Stephanus zu steinigen später. Und der zweite Zeitpunkt, wenn Jerusalem wiedergeboren werden soll, der ist in der Endzeit und da wird der Paulus schon beim Herrn sein. Das heißt, der Paulus ist zwischen diesen beiden Verheißungspunkten zur Wiedergeburt gekommen. Deswegen ist er eine unzeitige Geburt. Versteht ihr das? Der sagt, ich bin eigentlich zu spät für den einen Zeitpunkt und für den anderen bin ich zu früh. Ich bin zur Unzeit geboren. Wisst ihr, was die Theologen daraus machen? Die sagen, Paulus hat sich als eine Missgeburt verstanden, weil er kein echter Apostel war. Das ist ein Jammer, dass sowas formuliert werden muss. Paulus war der große Heidenapostel. Paulus war entrückt bis in den dritten Himmel. Paulus ist von Christus selber, vom auferstandenen Jesus, erwählt worden anstatt Judas. Und als auserwähltes Werkzeug von Christus selber, vom auferstandenen Christus bestimmt worden, das war doch keine geistliche Missgeburt, um Himmels Willen. Ja? Was reden die Theologen denn da für einen Blödsinn? Die wissen aber nichts von der Wiedergeburt Jerusalems und deswegen wissen sie auch hiermit nichts anzufangen. Was für eine Armut. Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Ich habe dicke Bücher gewälzt. Ich erzähle das nicht nur einfach so dahin. Anja hat mir dicke Jesaja-Bücher gekauft, die habe ich alle durchgelesen, alles durchgewälzt, jede Stelle habe ich gewälzt. Ich bin wie ein Maulwurf, habe ich das durch. Was ich euch hier sage, ist wahr. Ihr könnt das überall nachprüfen, ja? Ich werbe ein bisschen um euer Vertrauen. Das ist ein Geheimnis, was wir hier sehen. Die Bibel ist voll davon, auch im Neuen Testament. Petrus schreibt da zum Beispiel auch von, ja? Also wir dürfen Folgendes festhalten. An vielen Stellen im Alten Testament finden wir prophetische Aussagen dazu,
dass Jerusalem durch ein ausländisches Heer angegriffen wird und so in Angst und Schrecken, und zwar in Geburtswehen kommt. Hiskia, Jeremia, Micha, Jesaja und noch viele mehr, Psalmen. Die Bibel ist voll davon. Oder dass die Bewohner Jerusalems während der Belagerung mit Frauen in Kindsnöten verglichen werden. Ja? Immer wenn es um die Belagerung Jerusalems geht, dann vergleichen die Propheten oder die Könige die Eingeschlossenen mit Frauen in Kindsnöten, als ob die schwanger sind. Oder dass Jerusalem gebären soll und gebären wird, Micha. Und das hat Paulus verstanden. Und das hat er als ein Evangelium gepredigt, dass Jerusalem Wiedergeburt erlebt hat zu Pfingsten ohne Kriegsgeschehen und dass das Evangelium zu uns allen gekommen ist, weil Jerusalem seinen König verworfen und gekreuzigt hat. Und wir dürfen dazugehören. Das ist was ganz, ganz Großes. Ja? Das, ihr seid geistlicher Hochadel. Sagt euch das schon mal. Geistlicher, nicht geistlicher Adel, geistlicher Hochadel. Geistlicher Adel ist Israel. Ja? Geistlicher Hochadel ist die Gemeinde Jesu. Warum hoch? Weil die Episynagoge, Hinaufversammlung, das ist das, was die Gemeinde erwartet. Ja? Hat Jerusalem schon geboren? Ja. Zu Pfingsten? Kennt ihr alle, Apostelgeschichte 2? Jedes Jahr, bald ist ja wieder Pfingsten, ja? Dann erinnern wir uns daran, sagen, das kommt nochmal. Ja? Dann hat die Tochter Zion damals geboren, ohne Wehen gehabt zu haben? Ja. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Wir. Jesaja 66. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Wer? Die Tochter Zion. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Immer kommen erst die Wehen und dann kommt die Geburt. Ja? Aber hier war es scheinbar umgekehrt. Warum? Weil zu Pfingsten ohne Geburt, ohne Wehen geboren wurde und am Ende erst die Wehen kommen. Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen lassen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Nein, sagt der Herr, das werde ich nicht tun. Zion wird gebären. Einmal ohne Wehen und einmal mit Wehen. Ja? Jetzt seid ihr bei eurer Wiedergeburt aber doch nicht von Assyrern belagert worden. Oder? Standen die vor der Tür und haben geklingelt. Oder die Babylonier? Nein. Ja? Ja? Ist es nicht? Es gibt noch ein drittes Mal, wo die Belagerung kommt, wo Wiedergeburt ins Spiel kam. Ja? Aber wir haben auch so eine Art Bedrängnis empfunden. Ja? Not über unsere Schuld, Sinnfrage, Heilsfrage, irgendwas hat uns getrieben dazu, suchen zu werden und Jesus aufzusuchen, zu Jesus zu kommen. Gottes Geist eigentlich. Damit sind wir auch mit in dieses Heilsgeschehen mit hineingenommen worden. Jesaja 66 schreibt über Pfingsten. Das ist der Hammer. Jerusalem hat also geboren, ehe sie Wehen hatte. Können wir das verstehen? Oder sind wir genauso unverständig wie Nikodemus? Ich fasse zusammen, mit eigenen Worten. Was würde passieren, wenn Jerusalem heute belagert werden würde? Die Situation in Jerusalem ist ja sehr, sehr kritisch im Moment. Es sieht ja fast so aus, als ob Israel sich in zwei Teile teilt. Ja? In den Norden und in den Süden. Der Norden ist sehr europäisch geprägt, genauso schmuddelig und verdorben wie die Europäer. Und fast noch ein bisschen schlimmer ist der Norden Israels. Und im Süden herrschen oder leben die Rabbiner und da herrscht mehr oder weniger das Mittelalter oder der Talmud, ja, die Halacha, Gesetzgebung und so weiter. Ich glaube, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht in zwei Teile und zwar in einen Norden und in einen Süden, wie das in der Antike schon war. Es wird biblisch werden. Das, was wir aus der Antike kennen, wenn ihr euer Altes Testament kennt, das wird wieder kommen. Also Saul, David, Salomo, da war Israel ein Land. Nach Salomo kommt sein Sohn Jerobeam und Rehabeam und unter den beiden wird Israel auseinandergebrochen. Ja? Und zwar wegen Schekel, wegen der Steuer. Ja? Die 10 Stämme haben gesagt, Jerobeam, mach mal die Steuer ein bisschen niedriger. Dein Vater Salomo hat so viel Geld von uns gewollt, mach mal ein bisschen billiger.
Ja, und daran hat es dann gescheitert, weil der Jerobeam gesagt hat, nee, ich lege euch noch mehr Steuern auf als mein Vater. Und dann sagen die 10 Stämme, dann schieß in Wind. Und dann haben sich die 10 Stämme vom Südreich Juda und Benjamin abgetrennt. Und seit der Zeit ist Israel in 2 Teile geteilt. Heute ist das Zerwürfnis in Israel wieder so groß unter der Netanjahu-Regierung, dass der ehemalige Außenminister und Botschafter von Israel in einem Interview vor 3 Tagen abends gesagt hat, ich habe das auch verknüpft auf meinem Kanal, dass es so aussieht, als ob Israel sich in 2 Völker teilt. Ich war natürlich hellwach. Als ob Israel sich in 2 Völker teilt und dass es fast so sein wird wieder wie zur Zeit der Könige. Das sagt der Botschafter. Das müssten unsere Pastoren wissen. Das pfeifen schon die Botschafter von den Dächern, ja? Ich weiß nicht, ob das die Trennung ist, die die Bibel meint. Aber man sieht dieses tiefe Zerwürfnis. Ich glaube also, dass Israel zerbrechen wird in diese 2 Teile, in den Norden und in den Süden, und dass der Süden, Juda mit Jerusalem, dann angegriffen werden wird. Das ist eine alte Geschichte, die ich erzähle. Die gibt es schon in Jesaja. Wenn heute Jerusalem belagert werden würde, dann werden alle aus Jerusalem weglaufen, oder? Hat die Araber als Erste. Die packen ihre Teppiche ein, ihre Wasserpfeife, bloß weg aus Jerusalem. Wir lassen uns doch nicht belagern hier. Ja? Die packen alles ein, ab ins Auto und dann irgendwo ins Westjordanland oder Sinai-Halbinsel werden die sich, oder auf jeden Fall werden die Jerusalem verlassen. Die christlichen Missionare gehen auch nach Hause. Die reichen Juden mit dem Learjet fliegen zurück nach Brooklyn. Ja? Die gibt es wirklich, ich kenne welche. Ich habe also Geschäftskontakt zu so Leuten gehabt. Ja? Ich bin ja jetzt im Ruhestand. Ich rede nicht vom grünen Tisch. Ja? Mit Kippa und langen Löckchen und langem Bart und jedes Wochenende nach Jerusalem geflogen. Jedes Wochenende nach Jerusalem zum Schabbes an die Westmauer, ja, um da zu beten. Jedes Wochenende. Wohnen in Luxemburg und chatten um die Welt. Alle, die können, werden Jerusalem verlassen. Und in Jerusalem bleibt nur noch ein kleines, versprengtes Häuflein übrig von Juden, die sonst nicht wissen, wohin. Ja? Nur ein kleines Häuflein. Vielleicht nur ein paar Tausend. Heute hat Jerusalem 1 Million Einwohner, so groß wie Köln. Dann werden meiner Überzeugung nach nur wenige Tausend darin übrig bleiben. Und die werden dann eingeschlossen werden. Und zwar wie bei Hiskia. Ja? Und die werden dann auch sagen, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Jetzt sind wir gekommen an die Geburt. Und jetzt ist Kraft da zu gebären und dann wird die gebären soll, auch geboren. Dann kommt Jerusalem zum Glauben an Jesus. Und dann ist die Gemeinde Jesu vollständig. Dann hat die Gemeinde Jesu dort ihren Abschluss gefunden, wo sie angefangen hat. Ja? Das ist die Wiedergeburt Jerusalems. So, hier mache ich jetzt einen Schnitt. Den Rest, was ich euch jetzt sage, erzähle ich euch so.